Hallo, hier schon mal. Das konnte sich jetzt nicht nehmen lassen, vor mir was zu sagen. Ja, nun gut, Leute, damit ist ja gesagt, wo wir heute sind. Wer ist noch alles da? Die Manu, die Alina, der Manfred, die Doris und der Iffel hat uns heute auch beglückt. Und der hat uns sogar einen leckeren Kartoffelsalat mitgebracht. Eine Wahnsinns-Riesenschüssel voll. Ja, und was machen wir heute? Dreierlei gewürzte Schweinenacken. Die habe ich gestern Abend vorbereitet. Und jetzt springen wir dann mal schnell zu gestern. Schauen wir uns das an. Und nachher hat jener einer welcher hier, der Alex, hoffentlich mal den Grill angebracht, dass wir die Schweinenacken draufschmeißen können. Ja, der ist doch so. Tja, und da wären wir schon bei gestern. Naja, für uns heute, ach, ihr wisst, was ich meine. Schweinenacken. Ich kann euch jetzt nicht einmal mehr sagen, wie viel das war. Der hatte, glaube ich, irgendwas über 3 Kilo und naja, viel, viel Schwein. Das Stück zerlegen wir uns in 2 Teile. Ja, schön marmoriert. Ja, das war's auch schon mit dem Messer. Mit welchem fangen wir an? Mit dem hier fange ich an. Legen wir die mal schnell auf die Seite, die kommen nachher dann in Einsatz. So. Was ich mir jetzt überlegt habe, dass ich erstmal die Hände wasche. Ich sagte ja dreierlei Gewürze. Einmal nehme ich den Pork Rub etwas, ein klein bisschen etwas schärfer für unseren Iffel. Der mag es ja etwas schärfer, habe ich mitbekommen. Dann haben wir einmal den Bratenzwerg von McAllister. Den verwenden wir auch. Und naja, last but not least oder so ähnlich, den Ofer vom Klaus. Tja, und damit die Braten richtig schön schmecken, durchgehend werde ich Apfelkirschsaft habe ich hier noch. Ja, ich dachte, ich hätte eigentlich noch einen Apfelsaft rein da, aber der geht genauso. Dann werde ich das Ganze ein bisschen noch mit Hickory Smoke versetzen, weil kommt ja auf den Gasgrill höchstwahrscheinlich und da haben wir natürlich keinen Smoke. Und extra jetzt eine Box und Räucherschwäne habe ich keine Lust, beziehungsweise ich weiß nicht einmal, wo das Zeug liegt. Da wird es angemischt und das Ganze werden wir spritzen mit der schöne Spritze von Moesta. Muss ich mal bloß eine mit einem schönen großen Durchmesser raussuchen. Ja, dann nehmen wir die hier, die Kanüle, weil die anderen haben seitlich die Löcher und mit den Gewürzen verstopft es sonst zu schnell. Ja. Aber eins habe ich jetzt noch vergessen, Leute. Zum einen ziehe ich mir für die ganze Pampe hier jetzt gleich einmal einen Handschuh an. Zum anderen brauchen wir ein bisschen an Senf auch noch. Tja, und hier im Hintergrund stehen sie und hocken sie rum und schauen ganz gespannt, was ich hier mache. Jetzt machen wir uns erst einmal die Gewürzmischung für den ersten. Also innen rein kommt nicht so viel. Da übertreiben wir gar nicht. Das ist der Pork Rub. Aber ein bisschen darf es schon sein. So, dass wir halt ein bisschen was von der Würze auch innen drin haben. So, das reicht schon. Was wir natürlich noch brauchen, ist eine Frischhaltefolie. Die flackt hier irgendwo rum.
Verschalte die Folie. So, von dem wollte ich ja auch ein bisschen was innen rein tun. Das stäuben wir einfach hier mit rein und ziehen das mit der Spritze mit auf. Und fertig. Ja. Machen. Die ganze Sauerei machen wir natürlich hier in der Schale, dann wird es nicht ganz so schlimm. Somit wäre die Sau schon fertig geimpft. Also wie gesagt, bloß ein bisschen Senf. Den nehme ich. Tja, einmal wirkt er ja antibakteriell, wie wir alle wissen. Und zweitens hält dann der Rab wesentlich besser. Und geschmacklich bringt es einen, ich würde sagen, einen kleinen Vorteil. So. Und jetzt können wir großzügig hier den Rapp drauf donnern, ohne dass der eben ja, komplett wieder abfällt und davon fliegt. Frischhaltefolie, machen Klatsch. Und dann wickeln wir das Schweinerl einfach schön fest in Folie ein. Ich suche mir dann morgen schon Opfer, wo das wieder auspacken darf. Ich sag dann einfach, die Manu hat es eingewickelt. Tja, und das wäre der erste. Den tue ich jetzt bloß noch mit irgendwas schnell beschriften, dass man das vielleicht halbwegs dann auseinanderhalten kann. Aber ich denke nachher dann, wenn sie auf dem Grill waren, wissen wir sowieso nicht mehr, welcher was war. Aber gut, egal. Beschriften, ab in die Kühlung. Und gleich geht's mit dem nächsten weiter. So, das nächste Stückerl. Nehmen wir wieder ein bisschen was von dem Apfel-O-Saft. Ah ja. Dann nehmen wir vom McAllister den Schrecklichen oder so ähnlich, den Bratenzwerg. Also im Prinzip eine Wiederholung vom ersten Mal jetzt gerade. Also so Schweinebraterl zu machen, ist ja gar kein Problem. Jetzt fällt mir ein, was wir noch für Gewürze hätten nehmen können, aber ich habe die Auswahl jetzt schon getroffen. Ich habe ja noch das vom
Onkel André Oberpfalz Barbecue. Das hätte ich auch noch jetzt nehmen können. Das wäre jetzt hervorragend gewesen. Aber an das habe ich leider jetzt zu spät gedacht. Das verwenden wir halt ein anderes Mal dann wieder. Also ihr seht, ich gebe auch wirklich großzügig Gewürz dieses Mal drauf. Ein bisschen Geschmackerl wollen wir ja dran haben. Oh Mädels, wenn man da einer mal helfen wird. Hocken nur dran die Schaufensterpüppchen und schauen mir zu. Einer wie der andere. Die machen Sachen mit mir. Erst werde ich gemästet, dann muss ich arbeiten. Manu, warum wickelst du das so schlimm ein? So, einmal Mac kommt jetzt auch in die Kühlung. Und dann bleibt bloß noch das vom Klaus Grillt. Der Ofarab ist etwas gröber. Aber das zeige ich jetzt nicht nochmal. Jetzt haben wir es zweimal gesehen. Das dritte seht ihr gleich, wenn es fertig eingewickelt ist. Tja, dann haben wir jetzt noch den dritten fertig mit dem Ofa vom Klaus. Auch drauf geschrieben, der kommt jetzt auch in die Kühlung und wir springen wieder zurück zu morgen. So Alex, in der letzten Szene habe ich versprochen, dass du die Braten auspackst und auf den Grill schmeißen darfst. Du machst sowas ja sehr gerne. Ich bin Vollblut-Vegetarier, ich kenne kein Todes. Ja, ja, genau. Okay, dann bediene dich. Fangen wir mit McAllister an. Da haben wir erst mal den Klausi. Ja. Was ist das? Das ist der Mac. Der MacGuru. MacGrusel sollte es heißen. Jetzt hat. Weil wir haben nämlich gesagt, oder ich habe mir gedacht, wir ordnen von hinten nach vorne nach Kanalgröße. Tja, der Mac ist es leider der kleinste von den dreien. Dann muss er ganz hinten hin. Ja, gut riechen tut es ja schon mal. Na, ist also. Da braucht der Brot. Gibt's aber hier Backschweine. Das ist so eine Art. Limpo, das ist so eine Art. Ja. Und dann darf er noch. Gut, das will noch. Ist ja genau für den Chase machen, oder? Ja. Hat die Manu eingewickelt? Du hast es eingewickelt, das Fleisch. Dankeschön. Also. Der MC mal ganz hinten nach. Genau. MC heißt aber Motorradclub, oder? Ja, okay. So in dem Sinne. Okay. Dann hier die Grillshow. Ja, klar, der Klaus ist ja kleiner wie die. Der Klaus ist größer als Grillshow. Ehrlich? Ja. Okay. Klaus, Entschuldigung. Der Grillshow-Braten ist speziell für einen Iffel mitgemacht. Der ist etwas schärfer gewürzt. Bin ja gespannt, wie sie euch dann schmecken. Ja. Also, bitte schön, da hat jemand aufmachen, hier einen ganz verschmierten Finger. Na klar. Also, Grillshow. Brenner sind übrigens links und rechts eingeregelt auf ca. 140 Grad. Ich weiß Bescheid. Und jetzt kommt der Klaus. Genau. Manchmal, wo ich anfange, wahrscheinlich am Ende. Ja? Tja, da musst du die Manu fragen. Immer am Ende ist der Anfang. Ja, ehrlich, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, aber... Er glaubt es jetzt wahrscheinlich wirklich, dass es die Manu eingewickelt hat. Du, wer es eingewickelt hat, ist mir eigentlich egal. Es ist aber gut eingewickelt, dass man es gut auspacken kann. Richtig. Mhm. Nein, also eingewickelt habe ich das alles. Schön durchgezogen. Mhm. Kennst du mal das mal schön aufmachen? Trifft es ein bisschen. Oh, ein bisschen. Ja. Oh, für den Klaus hat es ja fast gar keinen Platz mehr. Hm? Doch, doch, das geht schon. Dann machen wir das. Klein bisschen Abstand halten. So. Ja. So. Einmal, wenn man das rumdreht. Ja, passt doch. Dann, ja. Jetzt geh mal Hände waschen, du Ferkel. Tja, Leute, und noch ein kleines Update, wo ich hier angekommen bin. Hat er erst einmal gesagt, bevor ich nicht
hier in der Werkstatt da hinten ein bisschen aufgeräumt habe, schmeißt seinen Grill nicht an. Tja, und alles schön in die Ecke geräumt. Wunderbar. Mhm. Und jetzt muss ich auch noch an seinem Audi gucken. Tja. Was wäre ein Wochenende beim Alex ohne irgendwas zu schrauben oder sonst was? Langweilig, ganz genau. So, dann gucken wir hier mal rein. Ja, so langsam werden sie. Hm? Oh, riecht es gut. Riecht es gut. Alex, komm mal her. Ich bin eh da. Komm mal bitte her. Warte, ich glaube, ich muss mich verteidigen. Nein, nicht. Komm her. Ja? Halte die. Achso. Huh. Jetzt soll man mit dem Ding da haben und das gute McAllister haut drauf. Und Klaus und haut, alles drum und halt drauf. Halt die Klappe und hau drauf. War kein Problem damit. Da bin ich schwarzfrei, da kenne ich nichts. Da in der Schule nichts kennen, da kann ich da auch noch nichts. Ein bisschen drauf und ein bisschen verbindeln. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ist schon ein bisschen, oder? Ja, das reicht für einen. Einfach so ein bisschen drüber pinseln. Ja, ich mache das mit Gefühl und mit viel Liebe. Kerntemperatur liegt mir jetzt so zwischen ja, 45 und 60 Grad. Je nachdem, wie sie gerade liegen. Die müssen gut liegen, die habe ich draufgelegt. Ja. Hat man mich genötigt zum Drauflegen. Ja. Also alle drei noch einmal einpinseln. Mehr werden wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr draufhauen. Das reicht. Ja. Ja, und dann warten wir, bis es so circa eine Kerntemperatur von 75 Grad hat. Alle drei. Okay. Das hintere wird wahrscheinlich mehr haben als das vordere am Schluss, aber das ist dann relativ. Das ist grillbedingt. Ich hab denkt, der Kerntemperatur von 100 Grad. Neu. Oh, wow. Weil ich muss meine Arbeitsschuhe nehmen, bis so noch. Na toll. Also bei 97 Grad haben wir Pulled Pork sozusagen. So. Ah, Moment, Alistair, jetzt kriegst du auch noch Soße auf die Hand. Hey. Einfach ein bisschen drauf, das Zeug. Das ist fürs Glanzerl. Okay. Du weißt doch, das Auge ist mit. Oh. Besonders wenn man sich die Gabel reinsticht. Das heißt immer, der innere Werte zählt auch. Lass dich überraschen. Jo. So. Gut. Da haben wir noch einen Millimeter vergessen. Guck her, da haben wir noch vergessen. Aua! Oh. Wieso schlägst du mich? Weil das gerade einfach heiß war. Ich habe gerade einfach Fettwasser. Ja, ich mache hier einen gewissenhaften Job. Guck mal her. Ja, sehr schön. Und drehen und wenden tun wir die nicht. Wir warten jetzt einfach, bis sie fertig sind. Gut jetzt, Deckel zu. Da haben wir noch ein bisschen. So. Seid doch nicht so ungeduldig. Als nächstes fängst du zum Streicheln an, oder? Na klar. So. Ich streichle dir so wie dein Bauch. Was? Meinen? Nee, mein Bauch lässt du in Ruhe. Haust du ab hier. Warte mal. Weg da. Bei durchschnittlich 60, 65 Grad alle habe ich einmal hochgedreht und ach, die sehen schon lecker aus. Mmh. Ja, genau, ich draufgelegt. Und lasiert eine Sau. Babbel nicht. Da kannst du nicht schlecht aussehen. Was wackelst du mit der Gabel so rum? Du willst es rausholen, gell? Das ist die sogenannte Fleischeslust. Ah, okay. Also. Erst einmal ausschalten hier. Ja, warum? So. Okay. Also, dass man es nicht durcheinander bringt. Das ist einmal Klaus. Einmal drüben auf die Seite stellen, bitte. Das ist einmal Klaus.
Das eine ist Grillshow. Grillshow. Grillshow Schwabenland. Ein Grillshow. Und das da ist der MC Club. Ja. So. Ja. Und jetzt müssen wir bloß wissen, was ist. Ja, ja. Dann gehen wir noch. Geh mal rüber. Fangen wir mit Klaus an, oder? Nee, das ist McAllister. Okay, dann fangen wir mit McAllister an. Ja, einfach schöne Scheibchen runterschneiden. Hoppala. Ja, sieht da aus gut. Wieso schneidest du eigentlich immer auf einen Keramikteller und nicht? Dass ich nachher das Messer, dass ich wieder ein Grund habe, das Messer zum Scharf machen. Achso, okay. Ich sitze die ganzen Eltern hier und gucke ins Büro. Also wer da jetzt keinen Appetit und Hunger kriegt, der ist selber schuld. Tja. Ziemlich saftig in dem Teller, hä? Ja, deswegen haben wir den Teller genommen. Ja, ja. Auf dem Brettle hätte ich jetzt ein rechtes Auge. Ja, ja, du wirst das Video anschauen müssen. Kein Problem. Um das zu wissen, wieso, weshalb, warum. Auf alle Fälle hat es geklappt. Wir machen jetzt auf alle Fälle 3 Mampfrunden. Jedes Mal ein Braten, angefangen jetzt mit dem McAllister. Ich schneide mir mal schnell ein Stückchen ab zum Probieren. Tu mal einen Kartoffelsalat drauf und dann zeige ich es euch. Also, McAllister. Und gewürzt. Kartoffelsalat schwäbische Art von Alex. Und so schlesische Art vom Iffel. Und jetzt probieren wir. Anfangen tun wir natürlich mit dem Fleisch. Also ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja. Das ist richtig gut. Komplett durch und durch gewürzt. Das kann was. Da sind Äpfel drin. Da bin ich noch. Da bin ich noch. Lecker. Essiggurke, Ei, Karotten. Ich hab jetzt gedacht, dass die Apfel mit drin. Und Sellerie. Ja, komm, schau, wo deine Fruchtfarbe schlüsselt. Na, schwiegen wir auch. Alles lecker, sehr lecker. Jetzt erst einmal essen und nachher gibt es dann nächste Fleisch. So, dann Porkrab oder wie heißt der von der Grillschuhe? Irgendwie sowas. Geht eigentlich. Na, geht, kein Problem. Also wie gesagt, das ist ein bisschen schärfer. Hat ein bisschen Würze drin, aber auch lecker. Ja, und ganz zum Schluss kommt noch das mit dem Klaus-Grill-Gewürz. Ja, und zum Schluss noch One for All vom Klaus. Auch hervorragend durchgezogen. Hat alles wunderbar geklappt. Geil. Und wie gehabt, jetzt hören wir nachher alle nochmal vor die Cam, bis auf die Alina, und sagen, wie es schmeckt. Alina kann ich gleich sagen, der schmeckt das von McAllister am besten. Gell? Ja. Ja, genau. Gut. Okay, viel ist nicht mehr übrig geblieben. Ein Scheibchen McAllister, ein Scheibchen Grillshow und 2 Scheibchen vom Klaus. Ja. Und jetzt sehen wir uns dann alle nochmal vor der Cam. So, jetzt machen sie erst einmal Grimassen. Sieht man uns eigentlich das? Was machen wir? Ja, Schatz. So. Jetzt stell dich noch vor mir. Ja, komm her.
Kommen Sie näher. So. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ja. Allgemeines Fazit. Wer möchte sagen, wie wir uns entschieden haben? Ah, ich bin so schüchtern. Deswegen, ich bin viel schüchterner. Und du? Ich bin zu voll gegessen. Also. Wir haben... Man hat sich ja drüber unterhalten. Den ersten Platz können wir definitiv vergeben an... McAllister. McAllister. Ja, das war wirklich einstimmig. Der zweite Platz... Die Grillshow. Die Grillshow. Grillshow, stimmt. Ja. 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 Und Klaus, sorry, aber der dritte Platz geht in dem Falle an dich. Auch wenn ich den One for All wirklich sehr gern verwende. Aber... dieses Mal waren die anderen besser. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Ja, so haben wir uns entschieden. Iffel, deine Meinung dazu? Ja. Ja, ja, sagt er ja. Da aus dem Hintergrund. Ja. Ja, ja. Ihr wisst ja mittlerweile, der ist ein bisschen kamerascheu. Und Alina hat ja, genau dasselbe gesagt. Kriegen wir noch ein Ja? Ja. Ja, wenn man es gehört hat. Gut. In dem Sinne, Alex. Danke, dass wir da sein durften. Alles klar, hier waren da billige Gäste, nichts Geister, nichts Trunker. Ja, ihr dürft wiederkommen, gell? Gut. Ja, gerne. Und du weißt ja, das nächste Mal Auto vollladen mit meinen Teilen und zu mir kommen? Ja, in den nächsten 14 Tagen. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und ja, wir düsen jetzt dann wieder heim und schauen wir mal, ob es da nicht noch irgendwie sowas wie ein Cocktail oder sowas gibt. Ja gut, ich hab da einen Cocktail. Nein, wir machen nachher noch was. Da gibt es dann nochmal vielleicht ein separates Video. In dem Sinne, ciao Ikowski, bis zum nächsten Mal. Binge, binge. Tschüss. Tschüss.